Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir haben es den 22. Zug. So, ich muss mal kurz Vollbildmodus verlassen. Immer wenn ich in diesem Spiel hier aufnehme, macht der automatisch einen Wechsel zwischen Fenster- und Vollbildmodus. Das nervt. Aber das solltet ihr bei der Aufnahme nicht mitkriegen. So, ich habe noch eine neue Flotte gegründet. Die müsste hier auch bald eintreffen. Ich sehe gerade, alter Schwede, das sind ganz schön viele Space Marine Schiffe. Die haben Verstärkung gekriegt. Scheiße. Wir haben hier maximal nur Platz für zwei Schiffe. Scheiße, Alter. Die haben sich ja auch verbessert. Ja, dann würde ich sagen, da kommt aber nur eine Flotte hin. Können zwei hinspringen. What glories Belial IV once knew are long behind it, destroyed a millennia ago by the onset of chaos. Yet it remains almost holy ground for the alien Eldari, who once counted this now barren waste as a jewel within their star-spanning empire. Okay. Der kommt quasi in einer Runde. Können wir hier schon. Nächste. Verzögert sich gleich um zwei. Hätte ich zwar nicht machen sollen, aber. Nee, Zug beenden tun wir noch nicht. Ich würde sagen, da holen wir nochmal Verstärkung. In das System rein. Soll der Elder gleich kommen, dann kriegt er auf die Mütze und nehmen wir uns das nächste System. So, denn. Ihr Ihmchen, wo bleibst du? Du kannst doch quasi. Hierhin, dahin. Ich habe nur Angst vor diesen das sind hier Imperial und das sind Space Marines. Also Space Marines, ja. Von den Menschen halt. So. Ich könnte hier noch eine Flotte erstellen. Naja, ich warte erstmal ab. Ich hoffe, dass sich hier die Menschen auch nochmal bekriegen oder dass sie ihre Schiffe wegziehen. Eigentlich sollte man nicht immer so schnell Vorspulen machen, denn von da kommt nichts. 1700, natürlich verlieren wir jetzt viel, weil wir sehr viele Raumschiffe haben. Wer kommt in einer Runde? Soll er mal kommen? Ich überlege, ob ich echt nochmal eine Flotte baue. So. Also 1000 sollte man noch übrig lassen. Also 600 vielleicht nochmal ausgeben. Komm, 600, da sind wir ja unter 600. So, 1,8 haben wir noch. Oh, da kann man hier nur große Schiffe machen. Haben wir eins mit 180? Naja, genau nicht. Sind alles immer so krumme Zahlen. Gut, dann halt nicht. Nur noch 56 für ein Escort-Schiff. Mit Scherenklau, ne. Die Escort-Schiffe halten nicht so viel aus. Ich hätte die gerne immer so. Lieber hinten, dann nehmen wir den 60er hier. Ach, haben wir ja nicht. 56. Tentakeln, kann er anlocken.
Nimm mal dich. So. Bestätigen. So. Nochmal weiter. Da kommt ja gleich der nette Elder. Aber diesmal spule ich mal nicht vor. Ich muss echt warten, bis da die Ultramarines sich da, oder generell die Space Marines sich ein bisschen bewegen. Ich finde, die KI bewegt sich ein bisschen zu wenig. Oh, jetzt bewegt er sich aber in einen anderen Sektor. Das ist ja gut, dann kann nämlich da die drei, können nämlich da runter. Vielleicht. So, die Chaos machen die Platz. Oh, aber die imperiale Armee hat noch aufgewertet. So. Er hat eine Führung von 750 oder wir? Hä? Der maximale Flottenwert, der gleichzeitig auf einem Schlachtfeld betreten werden kann. Schiffe, die nicht eingesetzt werden können, können später als Verstärkung zustoßen. Ach so. Hm, egal. Ich will mal gucken, wie die Elder kämpfen. Ich denke mal, sie sind am starke Schiffe, schnelle Schiffe, aber können dafür nicht viel aushalten, würde ich einfach mal so tippen. Ich glaube, die Elder... The region of space, now known as the Eye of Terror, was once home to the Eldari Empire. A prideful, sensuous people. The Eldari realized too late the perils of excess. The fourth chaos god, Slaanesh, was born from their debauchery. Its coming heralded by a psychic scream that shook real space to its foundations and devastated the Eldari. The Crone Worlds are all that remain of the Eldari's fallen domain. They are blighted planets, consumed by the spreading unreality of the Eye of Terror, and twisted to new and nightmarish realities. Though the Crone Worlds are overrun by the servants of the Dark Gods, the Eldari have not entirely abandoned them. They cannot, for only here can the treasured Spirit Stones be harvested, and thus the souls of the dying be saved from thirsting Slaanesh. Such expeditions are fraught with peril, for there are few more dangerous places amongst the stars. Many who seek the Crone Worlds do not return. The Eldari have never recovered from the horrors of the Fall. They are a fractured, dwindling population on the brink of extinction. Most dwell aboard star-treading craft worlds, honing their peerless minds along the disciplined paths in the hope of staving off the perils of decadence and thus preventing a second, final catastrophe. But not all Eldari can bear the rigidity of craft world life. Some depart their homes, seeking adventure amongst the stars as corsairs. Such lives are fraught with danger, but are also rich with excitement. These outcasts can be found in every corner of the galaxy, blazing a brief but exhilarating trail before madness claims them. The Drakkari, too, live outside the structures of the Eldari path. Corrupt and cruel, they keep Slaanesh at bay, not with discipline and spirit stones, but by feasting on the torment of others. Raiders and slavers all, the Drakkari are a blight upon the galaxy, as selfish as they are sadistic, as untrustworthy as they are cunning. But in recent days, the barriers between the Eldari factions have begun to crumble, with ever more gathering beneath the banner of one named Ivrain. These Inari keep their beliefs hidden as their intentions. Should they be encountered on the battlefield, caution will serve you well. Okay. Also sie sind zerstritten, sie sind kurz am Aussterben, haben keinen Planeten mehr und ja. Habe ich das alles richtig verstanden? Also genügend Futter für die Tyranniden. So, jetzt haben wir wieder viel, viel Ladebildschirme. Ein Schiff ohne Waffen ist nicht vollkommen nutzlos. Nein, es kann immer noch rammen. Da
sind sie, unsere netten Tyranniden. Wir müssen mal wieder Punkte einnehmen. Okay. Das heißt, ich werde mal... meine Flotten ein wenig aufteilen. So, dann sei ich bereit und mach Pause. Ne, nicht Slow Motion, Pause. Du sollst dahin... Klein kann man immer gut dafür verwenden, finde ich. So, und die Hauptflotte, die sind alles vier große, ne? Ihr seid meine Lieben. So, bis Nummer 2. Und Deo, da bin ich so lange suchen muss, Nummer 3. Nummer 1, einmal hier hin. Und dann, go. Nummer 2, Energie. Nummer 3. Energie. Na gut, ihr seid ja schon da. Das heißt, wir kommen denen entgegen mit der Hauptflotte. The enemy has seized a strategic area. Ja, ja, ich weiß. Habe ich ja gerade gesehen. So. Oh ne, warte mal. So. You have seized a strategic area. Ja, ich weiß. Zieh mir was Neues. Der ist noch gar nicht da? Oh Gott. Ein bisschen hier speediger zu geben. Upsala. Bin ich gerade gegen die Karte gekommen. So, das heißt, du ziehst dich zurück. Einmal als Haum, bitte. Wir nehmen einen Punkt ein. So. Nee, du nicht. Bleib mal, nimm mal einen da. The enemy has seized a strategic area. Ah, er ist rausgeflogen. Oh, so ein Horst. Na, vielleicht hält das Sporminenfeld die auf. Nee, irgendwie nicht. Ah, der entkommt noch. Und die haben Tarnschiffe. So, ihr beiden. Der nimmt den schon wieder nicht. Hey, was machst du da? Nimm den doch da ein. Was ist denn so schwer? Einfach den Punkt da einnehmen. Motivation. Hm. Die nerven mich jetzt schon, die Elder. Echt diese Schilde weg. Das ist der Hammer. Und hauen dann wieder ab. Na gut. Ich nehme mir dann nebenbei meine ganzen... Oh, warum bewegt er sich immer? Bleib doch mal hier still. Ich mache mal Autoschießen aus.
You have seized a strategic area. Vielleicht noch gerannt. Ah, nee, scheiße. Es war ein bisschen zu weit. You have seized a strategic area. Ach, jetzt hauen sie ab. Scheiße. Ey, warum nimmst du nicht ein? So, er hat's. Oh, der sieht gar nicht gut aus, mein Freund. Der kommt hier aus dem Knick. You have accumulated 25% of strategic points. Oh, wir drängen sie quasi vom Kartenrand. Springen wir mit dem ein bisschen weg, damit die Schilde sich erholen können. Ich musste den jetzt mal rammen. Einfach mit der Weisheit, was hier los ist. Oh, der lebt ja immer noch. Jetzt meutern die Elder mal. So, jetzt ist er richtig da ins Feld rein. Ah, ich komme hinterher. Oh, ganz knapp, ganz knapp. Der war schon fast in meinem Maul. Jetzt haben wir ihn. Mit den Stacheln hat es geklappt. Das müsste es gewesen sein. Ah, oh, die sind echt flink, diese kleinen scheiß Elder-Schiffe. Anders kann man das nicht sagen. Also eine Mission mit diesen strategischen Punkten sind die ganzen kleinen Escort-Schiffe doch von den Eltern recht flink. Da hat man, denke ich mal, mit anderen Fraktionen das Nachsehen. Gerade, ich glaube, Orks, die waren ziemlich lahm. Dafür, wie gesagt, gut gepanzert. Wenn ich das richtig sehe, haben wir keine großen Verluste gehabt. Das ist gut. Können wir den Zug beenden und dann gleich in den nächsten Sektor rein? Oh, die haben aber 900. Die haben sich verbessert. Scheiße. Oh, die sind ja der Pest geworden, die Elder. Die sind ja überall. So. Sind
echt Hammer. 600. 955. Da kommen wir nicht. Haben wir unentschieden gerade mal. Das wäre echt ein Gefecht, du. Das wäre echt ein Hammergefecht. So, die anderen beiden sind noch hier. Achso, die müssen auch hier bleiben. Den Sektor verlieren wir gleich. Können wir hier noch irgendwie was verbessern? Nee, schade. Noch eine Flotte hatten wir ja auch noch, ne? Aber weiter, doch einmal noch. So, dann sollen sie mal kommen da, die Space Marine. Einer zieht sich ja weg. Wenn dieser Punkt nicht wäre, würde ich sie gleich nächste Runde alle hier hinpacken. So, greifen wir die an, greifen wir die an, greifen wir nicht an, greifen wir an. Ich speichere mal ganz kurz. Schnell speichern. So. Ich bin feige, ich weiß. So, zack hin. Zack hin. Irgendwas war gerade minus 1. Ah ja, unsere Schiffe sind verwundet. Das war bestimmt das, was er gerade angezeigt hat. Das ist natürlich scheiße. Ich versuch's trotzdem. So, was ist das da? Die Mission? Wir müssen erstmal hier die Schlacht gewinnen. 1200. Oh shit. Oh shit. Maximal 750. Der Rest kommt als Verstärkung rein, oder was? Rückzugsoption. Nö, wir ziehen uns nicht zurück. Wir sind... Ich habe ja schnell gespeichert. Ich bin mal gespannt. In der Kampagne können Necrons antike Dolmentoren verwenden, was man das ist, um von System zu reisen. Ist doch toll. So, ich hoffe, der Rest kommt dann so quasi als, ja. Hier wären jetzt diese Tyranidenschiffe mit Tentakeln ganz gut. Dann könnte man nämlich diese schnellen Schiffe uns ranziehen. Hat hier jemand von euch Tentakeln? Nee, habe ich natürlich nichts mitgenommen, ne? Schlau gemacht, Heinrich. Schlau. Joa. Dann suchen wir uns Gelände, was uns einen Vorteil verschafft. Das sehe ich hier. Hier werden wir uns verstecken oder so. So. Keiner hat Tentakeln, das ist irgendwie schade. Ihr dürft alle Autofeuer machen. Und Auto machen. Ah ja. Ne, die Station lassen wir. Lass mal in Ruhe. Schade, dass unsere Schiffe geschwächt wurden. Ja, und die Elder haben natürlich Tarnschiffe, ne? So, hau uns ein bisschen... Ja, vielleicht so... Die müssen wir so als Schutz nehmen. In idealer Weise sollten sie von hier angreifen und vielleicht durchfliegen, wenn sie was von uns wollen. So, Psy-Schrei. Der hat irgendwie nichts Besonderes. Hm. Hat er vielleicht irgendwie... Mighty Claw oder so? Aber der kann ein bisschen Sporminenfeld machen und so. Leichter Kreuzer, Bio. Naja. Oh, Signale kommen von der Seite. Uiuiui. Identifiziert. Jetzt hätte ich gerne einen großen, der irgendwie Sporminenfeld machen kann.
los. Und vielleicht ein Ziehschrei hinterher. So. Ich glaube, da hat es ein zerfetzt. Kann das sein? Ne, sie sind einfach nur getarnt. Kriegen wir hier Schaden? Ich denke, wir kriegen keinen Schaden. Verdammt. Hm. Ist der eine noch heile geblieben? Das gibt's doch nicht. Ne, den müssen wir zerstören da. Ein Schiff nach dem anderen müssen wir hier. Haben wir einen? Da hat es auch gerade einen zerstört. Da gibt es eine Meuterei. Ich glaube, das Asteroidenfeld war genau die richtige Entscheidung. Jetzt gehen wir zum Gegenangriff über hier. Du müsstest deine... Genau, dein Schild nachladen. Da warten sie auf uns. Hier, Feuer. Auf ihmchen. Nee, schade. Haben ihn außer Sicht, weiß. Oh, 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 oh. Schade. Gering beschädigt. Tarnung. Nee, alle bitte da lang. Bis auf du, dich lasse ich mal da. Mhm. Feuer an Bord. Oh, da kommt Verstärkung. Dann holen wir uns doch den. Beschädigt und ein bisschen. Ich glaube, die lenken uns ab hier auf die, die kein Schild mehr haben. Ab und zu ein bisschen Ziehschrei, das tut ganz gut. Da hat es einen zerlegt von mir. Ach du Scheiße, ey. Wir kriegen Verstärkung. Boah, jetzt müssen wir ein bisschen rammen hier. Ah, da geht gleich der nächste hoch von mir. So. Die kriegen noch Verstärkung, die Schweine, ey. Oh ja, komm, wo kommst du denn her? An den einen haben wir ja im Asteroidenfeld gelassen. Genau, schön im Spornminenfeld bleiben da, meine Freunde.
dachte, der nächste gleich vergeht hier. Schade. Deck beschädigt. So, ich glaube, jetzt haben wir nur noch die Raumstation. Aber da meine Tyrannien schwach sind, können die uns auch, denke ich mal, gut zerstören. Wir müssen auf jeden Fall zusammen angreifen. Ja, irgendwie verliert er trotzdem irgendwie Schild oder was das da war. Ist ja auch irgendwie doof. Warum verliert er da irgendwas? Moral. Ach, die Moral. Das ist der Moral-Button. Ah. So, du bist mir zu nah. Einen großen haben wir noch. Die haben auch nicht mehr viel. So, ihr beiden. Steigt die Moral jetzt wieder? Gut. Ihr habt Feuerbefehl. Und ihr drei habt Feuerbefehl. Genau, habt ihr schon. Gut. Wir müssen jetzt nur noch die besiegen und dann haben wir sie los. Aber dann haben wir auch natürlich wieder keine Schiffe, ey. Mal ein bisschen Torpedos loslassen. Werden die schon abgeschossen? Oh ja. Einer kam an, hat gleich eine Waffe bestätigt. Die sind dann schon stärker. Und der nächste. Ah, er wurde auch noch. Schade. Ui. Und gar nicht so doof. Stückel nach da. Und den einen schicken wir. Stückel. Ach da. Schön, Waffe beschädigt. Die Torpedos sind gar nicht so scheiße, wie ich dachte am Anfang. Also gegen die Waffenplattform hauen die gerade richtig rein. Gebe ich gleich noch einen drauf. Upsala, hätte mal zielen sollen. Yes. Schön Torpedos los geworden. Eins haben wir. Oh, 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 oh. Was ist das denn? Eine fette Explosion. Sofort Schild nachladen, Schild nachladen. Nee, der macht hier Harakiri. Geh weg.
Geh da weg, mein Freund. Du kannst Harakiri machen. Haben wir. Unser Sektor. Hoffentlich. Oh, Ladebildschirm, dann trinke ich immer einen Schluck Wasser. Also wir haben von einer Flotte. Ach, da nur die Heldeneinheit verloren. Und hier zwei Unterstützer, okay. Leichte Kreuzer, was es sein soll. So, aber wir müssen trotzdem da noch eine Mission machen. Können wir jetzt hier so ein Brutwelt erlaubt verdoppelt? Na gut. Ich hätte ja irgendwo in der Nähe gerne mal einen Raumhafen. Weil die sind jetzt bestimmt schlecht gelaunt hier. Wir können ja nicht rekrutieren, das ist echt ein bisschen bescheiden. Oh, wir dürfen doch einen neuen Anführer, wir haben jetzt kein Geld mehr, oder? Entweder dürfen wir hier nicht rekrutieren oder. Tja. Das heißt, ich brauche Schiffe. So, erstmal einen dahin. Die sollen ja eh nur ablenken, ne? Vielleicht mal den Space Marine dazu kriegen. Ach, den wollte ich ja hier hinschicken. Scheiße. Naja. Gut, soweit, so gut. Wir brauchen mehr Ressourcen. Ich weiß auch gar nicht, diese Mission jetzt hier. Gibt es da irgendwie feindliche Armada? Mal gucken, vielleicht können wir ja den nochmal irgendwie aufwerten. Dann würde ich hier gleich auch noch diese Armada platt machen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like, einen Kommentar. Ein Abo wäre auch ganz toll. Ja, dann würde ich sagen, haut rein, meine Schwarmbrüder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.